Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair, Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisungen... Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen. Vielen Dank, Sir. Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, dass wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, Sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit? Und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die
Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später. Schon gut. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot wie Royal Gunner Harless zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel, aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte. Jawohl. Herzlich willkommen wieder mal zu Wing Commander 3, Leute. Entweder die Aufnahme halt später auf YouTube oder halt jetzt direkt im Stream. Wie Facher Bill, wie jeder will. Heute dann mal auf schwer. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe es ja tatsächlich auf Ass geschafft. Schauen wir mal. Bin ja mal gespannt, ob das machbar ist. Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolwyn arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich habe dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Hm. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest. Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, aber wenn ich mein Leben riskiere, dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen, mein Freund. Lieutenant Drawlins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? Sowas Ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten. Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Geh auf sein Spielchen ein. Soll das etwa bedeuten, dass der Führungsstab was verschweigt? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn Sie hier ehrliche Musik hören wollen, dann wenden Sie sich am besten an Radio Rawlins. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. Hey, Hobbs. Haben Sie Lust auf ein Spielchen? Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben.
Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Da ist was dran. Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia ab deinen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Boom! Das Vieh war bloß noch Katzensteuer. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle. Frauen stehen auf dem Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass Sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil. Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Majors, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja, allerdings. Cheftechniker Ray braucht sofort ein Reinigungsteam. Ja. Ich muss dir noch was erzählen. Hör zu. In dem Teil danach verstehen die beiden sich halt doch deutlich besser, ne? Entweder man ist ein Wurm oder ein Ordner. Colonel Blair, bitte sofort in der Kommandozentrale melden. So, und dann geht's gleich in die erste Mission rein. Ja, sicher, Sir. Ach, kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Ja, voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Ich weiß gar nicht, müsste den Schwierigkeitsgrad schon umgestellt haben. Tja, ich schon mal angespielt das sind hatte. Also unsere Einsatzziele. Können natürlich erstmal nur mit Hobbs fliegen. Cheftechnikerin Rachel Coriolis, willkommen auf der Victory. Sie wollen diesen Einsatz mit Hobbs fliegen? Richtig. Haben Sie was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich halte ihn für einen verflucht guten Kampfpiloten. Hier ist sie, die Hellcat 5. Sie ist durchgecheckt und wartet nur darauf, ein ordentliches Spektakel zu veranstalten. Vielen Dank. Was ist mit den Geschützen? Ist alles erledigt. Der Captain gibt die Einsatzdetails an mich weiter. Und dann lege ich fest, was waffenmäßig gebraucht wird. Ach ja?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie suchen Ihre Waffen selbst aus, oder Sie vertrauen mir und fliegen mit dem von mir festgelegten Arsenal. Ich werde Sie nie enttäuschen, das kann ich Ihnen versprechen. Danke. Ja, naja. Fällt mir jetzt auch erstmal auf. In der Einsatzbesprechung zeigen sie einen Arrow. Wir müssen jetzt aber mit der Hellcat fliegen. Was halt schon schräg ist, ne? So, mal schauen. Jawohl, wir stehen schon noch schwer. Bisschen die Power umlenken. Bisschen mehr Schild, ein bisschen mehr Feuer. Schnell genug ist die Hellcat, ja. Wollen wir mal sehen, wie das läuft. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Jojo. Jojo, dat. Rockets raushauen hier. Das treffen wir jetzt nicht mehr so leicht. Was fliegt der denn noch mal so lange? Man konnte ja gar nicht anders als gegenfliegen. Reichen die Raketen jetzt gut aus, ja? Okay. Aber ist alles im Moment noch gut machbar? Ich glaube, das macht später wahrscheinlich einfach nur die Menge. Da deutlich mehr kommen. Und richtig interessant wird es ja, wenn man gegen Fireclaw und Bloodmist antreten muss. So ein bisschen härter zu besiegen. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Ja, ich mache es erstmal alleine für die Abschlussliste. Soweit das dann machbar ist, ja. Wir dich zu Katzenstreu. Da scheint so eine raketenablenkende Mine rauszuhauen. Ja? Kommt noch eine. Einsatzziele erreicht. Jawoll. Ab nach Hause. Erste Mission schon mal erledigt. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Ach. Bitte Landeerlaubnis, TCS ja, Victory. Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Ja, die muss mich beweisen, Mission, ja. Das war wie in alten Zeiten, Blafase. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Mittlerweile kennt man die Story, ja? Man will ja nicht spoilern. Falls das doch jemand zum ersten Mal so nicht anguckt. Oh, guten Tag, Sir. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen
Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Klingt ganz vernünftig. Er ist nicht richtig bei der Sache. Klingt ganz vernünftig. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben ihren Auftrag erfüllt. Was Sie damit Hobbs machen? Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie bestehen besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Ja, die ist gut hart drauf. Cool. Was Neues oder etwas, was wir schon gesehen haben? Etwas, was wir schon kennen. Es wird hier denn aber nichts geben, was ich noch nicht gesehen habe. Na, mal gucken, ob der Schwierigkeitsgrad jetzt schon gut anzieht oder ob das erst noch kommt. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie dort Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern. Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kilorathi stoßen. Viel Erfolg, Colonel. Danke, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Immer schön Cobra wählen. Da ist man immer auf der sicheren Seite. So, ich nehme die Thunderbolt. Weil ich natürlich auch schon vermute, was da kommt. Dann habe ich auch den Sperrung dabei. Von wegen auf die da verlassen. Ja, 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 na klar. Das Ding lahmt leider, da kann ich das nicht so gut stellen. Der ist nicht so wendig, ist ja im Prinzip eine Mischung aus Hellcat und diesem dicken Dings hier. Ich weiß nicht mehr, wie nennt sich denn das Teil da. Ach, werden wir später sehen. Feind gesichtet, Colonel. Longbow, glaube ich, ne? Sagen Sie nur was, Sir. Ich würde mich wundern, wenn sie dazu jetzt auch eher kommt, das gleich zu sagen. Sagen Sie nur was, Sir. Warum ist die Rakete nicht verschwendet, weil ich so gut getroffen habe? Das ist schade. Da geht's los, ne? Mit höherem Schwierigkeitsgrad. Da muss jeder Schuss, jede Rakete muss sitzen. Feind gesichtet, Colonel. Naja. In dieser Mission aber jetzt noch nicht so tragisch. Und soweit ich weiß, haben wir es hier dann gleich schon erledigt. Tritt den Heimweg in einer Kiste an. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Er sagt dann auch gar nichts. Schön, gute Nacht, Mietze-Katze. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Werden Sie nur Banke. Gleich im Bett
zwar den Raketen praktisch. Einsatzziele erreicht. Vielleicht noch ein bisschen besser üben. Sonst wird mir das zum Verhängnis, weil die Raketen sind ja quasi mein Joker, ne? Ja, jetzt hau ich dem Transporter dann noch ein Torpedo rein und dann ist hier Feierabend. Sagen Sie nur wann, Sir. Mhm. Soll nach Hause fliegen. Kommt schon klar hier. Tricks mich nicht. Ah, die Wocken der Torpedos und Raketen bleibt gleich, ne? Man kann den Teil mit einem Torpedo zerstören. Ist klar. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Attacke. Ich finde es schade, dass man das Teil hier im nächsten Teil quasi so gar nicht fliegen kann. Das Ding scheppert ja eigentlich ordentlich. Der hat eine ordentliche Bewaffnung. Ja. Das fehlt mir wirklich bei dem Preis der Freiheit. Excalibur. Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist, stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß. Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektionsstand halten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Die Excalibur kann man ja auch nicht fliegen im nächsten Teil. Aber antreten gegen die Dinger muss man, ne? Das ist natürlich... Naja. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia habt einen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich.
So, dann wollen wir mal. Ja, bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. Viel Glück, Colonel. Ja, dann wollen wir mal schauen hier. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Am besten wollen wir Cobra, wie immer. Und der Arrow ist wahrscheinlich echt gar keine schlechte Wahl. Ich kenne die ganze Show. Ja, die erste hier von, die ist noch recht easy. Und die zweite muss man dann ja wieder auf diese Skipper aufpassen und die dann zwischendurch mal wegknallen. Könnte sein, dass es jetzt dann mal richtig anfängt ranzuziehen mit dem Schwierigkeitsgrad. Das könnte schon knackig werden, ja? Dass das Ding da nicht zerstört wird. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ich hol sie mir. Ja, dann. Gute Nacht, Mietzekatze. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Die Waffen von diesem Arrow, die hauen halt einfach aber auch nicht rein, ne? Boah, der schickt da schon Raketen. Jetzt kann er ziehen, eine Rakete rausgeschickt. Offenbar ziehen, eine Rakete auf der Terrasse losgeschickt. Shit. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ich hab den Drecksack erwischt. Voll gut. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ja. Richtig krass kriegt ihr jetzt. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. So, jetzt haben wir das Ding da am Hals. Zerstören oder weiterfliegen? Ich würde sagen, weiterfliegen, da man es kann. Mit dem Autopiloten. Schied auf die Abschussliste, ob sie will bringen, das Ding hier teilen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ja, ich hol sie mir. Ja, dann holen sie den mal. Das klingt vernünftig. Wir putzen das einmal frei von Katzen, ja? Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Die zwei hier. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Na gut, das hat ja alles noch ganz... Primo geklappt hier. Die fliegen jetzt da durch den Jump Point und dann haben wir es ja. Dann kommt die erste Mission, wo es ein bisschen mal knackiger wird. Vielen Dank für Ihren Begleitschutz, Colonel. Ja, das ist Information vor meiner Nase hier, ja. Ist klar. Ja, kommt, haut schon ab, Mensch. Junge, Junge, Junge. Könnte schon längst weg sein hier. Oder entdecken wir noch einen Bug hier?
Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jumpsequenz ein. Ja, mach mal. Einsatzziele erreicht. Und tschüss. Und jetzt gehen wir nach Hause. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Der Colonel ist im Anmarsch. Ah. Den geht's ab. Wie sieht's denn aus hier? 12 Abschüsse. Ja, ich bin da schon ganz oben wieder. Nicht der Beste, aber einer der Besten. Ops hat am wenigsten Abschüsse, das macht ja auch Sinn, ne? Als Katze, Katzenjagen ist ein bisschen deppert. So, erste Gespräch mit Flint. Sir? Man nennt sie Flint, richtig? Sie haben sich den Einsatzplan angesehen, hm? Sie wollen also mitfliegen, Lieutenant? Sir, ich stamme aus einer uralten Kampfpilotenfamilie. Mein Bruder, mein Vater und mein Großvater, alles Kampfpiloten. Es liegt mir sozusagen im Blut. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich weiß alles über Sie. Ich habe gedacht, dass Sie über die Leute auf der Victory Erkundigungen einziehen. Wir alle haben viel geleistet. Wir sind keine zweite Garnitur. Das habe ich auch niemals gesagt. Sie befürchten wohl, dass ich bei der ersten Feindberührung versage. Das nicht, aber vielleicht bei der 20. oder 30. Vielleicht tauchen dann leichte Ermüdungserscheinungen bei Ihnen auf. Ich kann bei meinen Kampfpiloten keinerlei Risiko eingehen. Nichts für ungut, Sir, aber wenn Sie nur fliegen wollen, wenn es risikolos ist, dann werden Sie nicht sehr viel fliegen. Da ist was dran. Wen empfehlen Sie mir als Piloten? Oh, ich würde es nie wagen, einen Vorschlag zu machen, Sir. Das wäre anmaßend. Ja, dann könnt ihr ja fliegen, ja? Können wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs, es benötigt Begleitung.
Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt, um mit ihrem Ziel in Verbindung zu bleiben. Man kann sie also immer nur für ein paar Sekunden orten. Hier steht also das Leben von Privatpersonen auf dem Spiel. Ein bisschen verkehrt übersetzt, ich gebe mein Bestes. Zivilperson. Davon bin ich überzeugt. Tja, das sind also unsere Cobra. Ich brauche jemanden, der richtig abgeht hier. Und wir brauchen dunstende Weapons. Sollte das wohl am besten funktionieren? Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Erstmal attackieren. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Was aber auch die braucht, bin ich drauf. Das Teil ist nicht so wendig, das ist wieder mal wieder mal. Die haut hier Maniac-Style erstmal die Rockets raus, schön aus Entfernung. Na klar. Aber wenigstens trifft sie dann drauf, man hat's ja gehört. Es hat ordentlich gerungen. Typische Schadenshaut. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Alle Achtung, Sir. Alle Achtung, Sir. Ja, ich hab den Drecksack auch erwischt, hast du gesehen, ne? Erstmal wieder Verbindung aktivieren und dann in die Nähe fliegen. Dann fliegen die mit uns Eskortierungskurs. Dann wird es gleich interessant. Ich halte mir schon mal den Torpedo bereit für ihn. Nennt er sich das Ding noch Coventry oder so? Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Ich kann jetzt hier mal schön den Target wechseln, dass ich zusehen kann, dass ich diese Skipper erwische, dass ich die wegballern kann, bevor die auf den Träger von uns da kommt. Skippen ist da also schon unterwegs. Erbärmliche Nachkommen von Affen! Shit! Und man muss auch aufpassen, dass man nicht reinfliegt in das Teil, weil sonst ist man da nämlich auch ziemlich erledigt. Das scheppert nämlich nur einmal. Und zwar richtig. Ist ja auch mal klasse. Absolute Weltklasse. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut läuft. Konnten keine weiteren Skipper raus. Reiche mich!
mich halt mittlerweile echt doch so gut hier geworden, dass ich das ganz easy mal hinkriege. Ja? Ich will mich ja nicht selber loben, weil Eigenlob stinkt, aber einfach mal so einen Schwierigkeitsgrad anheben ist jedenfalls nicht drin, ne? Das ist schon teilweise echt bockschwer hier. Vielen Dank für Ihren Begleitschutz, Colonel. Leite Jumpsequenz jetzt ein. Ja, seht zu. Der Tag ist cool jetzt. Ach nee, geht noch weiter. Ja, dann haben wir mit Sicherheit auch noch Gegner am Start. Ne? Oh Mann. Ich bin so gefreut. Wahrscheinlich, weil es jetzt gerade so gut läuft, ne? Ja, Cheater was. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Komm dran. Ich hol sie mir. Danke. Jetzt beißt er mal was. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Man trifft ihn nicht mehr so gut mit der Rakete. Bauen die Minen raus. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Schön, da kommen jetzt aber noch welche. Wie viele? Zwei noch. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Der erbärmliche Ouch. Hey, was ist los? Ich dachte, zwei. Ich dachte, zwei. Eine Achtung, Sir. Ja, lass mal sehen. Geschafft, ja. Jetzt beißt ins Gras. Verarbeiten wir nicht zu Katzenstreu. Ja, aber geschafft. Sehr schön. So macht das ja Spaß. Schon etwas dicker. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gute Neuigkeiten, Sir. Nach Ihrer Landung machen wir einen Ausflug nach Tamayo, was angeblich völlig katzenfrei ist. Außerdem sollen wir die Excalibur-Testflüge durchführen. Toll, nicht wahr? Ein bisschen Nerven aufreiben, hier. Da muss man ein bisschen mehr tun. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Colonel,
Wo geht's zur Brücke? Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademietag. Ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel... Christopher Blair. Ah, über Sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Der Kleine ist ein Klugscheißer. Der geht mir ja auch jetzt schon auf den Keks, ne? Ich habe auch gar keinen Bock, gegen den nochmal anzutreten, da. Das stimmt. Nur die Guten. Vielleicht liest man auch mal was über sie. Das ist ja auch mal eine Antwort darauf. Ne? Ja, vielleicht speichere ich mir das dann gesondert ab und... um das dann nochmal entscheiden zu können. Nur für sich haben wir ja einen Piloten mehr, wenn ich ihn dann besiege, ne? Das ist halt das. Man sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen müssen. Hör auf damit, du weißt doch, dass Eigenlob nur stinkt. Unser Colonel wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht beenden. Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Sie haben recht. Immer schön nach Vorschrift. Admiral Tolwyn wird über ihn entscheiden. Ich bin nicht zuständig. Ja, so ein Wort. Das war nicht fair. Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolwyn. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Flieger sofort startklar machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Jetzt geht's rund. Raketen so dicke schießen können. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Das feindliche Pendant zu diesen Rockboys, ne? Glücksverfällt. Fressen, ja. Gerade von diesem Flieger hier, ja. Hasse dieses Teil. Kannst du reinholzen. Passiert mit so einem höheren Schwierigkeitsgrad passiert noch weniger, ja.
Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Was sind diese verdammten HS-Raketen, die du abfeuern kannst in einem gewissen Augenblick, während du die Triebwerke von Gegner siehst? Ja, ja. Die Dinger nerven mich auch. So ein Mist in das Schiff hier lag. Bin ich gut drauf. Easy, ja. Kann nicht wahr sein. Ich brauche Imbrake-Missile. Kann man links. Oh. Kann ich direkt losschicken. Ich müsste ich bin. Natürlich noch was nachkommen, ne? Oh ne. Dann mehrere davon oder was? Ach du Scheiße. Ich hasse das. Greifen Sie mein Ziel an! Zu Befehl! Zu Befehl! Dann ich mach da so wieder was er will. Bitte? Bitte meine Mutter? Geil! Ich bin nicht ohne Grund Colonel Christopher Blair. Ich bin gerade aus dem Kriegsgericht schon. Ich sage da hin feuern und dann da hin zu feuern. Wo man den Hals? Das ist gefährlich da. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch geschafft. Einsatzziele erreicht. Sofort an meiner Flanke formieren. Nicht machbar, Ace. Nicht machbar, Ace. Sag ich, Alter, hört nicht auf mich. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so friedlich, wie die Konföderierten sagen. Mann, die lügen vielleicht. Sie können jetzt landen. Ach, übrigens, Colonel, angeblich haben wir die beste Kampfmaschine der ganzen Galaxie an Bord. Doch die setzt nur Staub an, Sir. Unser Superheld Flash drückt sich vor den Nahkämpfen, wo er nur kann. Ja, dann. Tja, so ist das, ne? Dafür kriegt er auch gleich einen Handpfiff. Glaubt ihr denn, wer er ist, ja? Vogel. Was tun Sie hier zum Teufel? Kann ja abgeschossen werden, ne? Ich versuche etwas zu schlafen, Sir. Heißt das, dass Sie den Alarm nicht gehört haben? Doch, davon wurde ich kurz wach. Verflucht nochmal, wir sind angegriffen worden, Flash! Ich bin viel zu viel wert, um in diesen Gefechten verheizt zu werden. Aber viele Piloten sind jetzt tot, Sie Schwein, Sie Mieses! Wir sind im Krieg, da müssen viele sterben. Sie haben das nie gesehen, habe ich recht? Was gesehen? Na, gesehen, wie Piloten, Menschen, die Sie gekannt haben, in Ihrem Cockpit verbrannt sind. Ich leiste meinen Beitrag für die Konföderierten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so viel Angst hat wie Sie. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe meine Befehle. Ja. Dank dieser Ausrede können Sie sich vor den Einsätzen drücken, Sie Feigling. Ja, das ist schon ein Drecksack, ne? Das hat. Oh, hier gibt's immer noch nichts Neues. Irgendwann wechselte das aber noch zu einem anderen Video. So. Diese Excalibur
Major ist ein tolles Schiff. Unsere Spritzer, aber wie ich mir dachte, der Pilot ist ein pedantischer Idiot. Lässt er Sie das Schiff nicht anfassen? Ich kann mit diesen Händen jeden Motor dazu bringen, dass er besser funktioniert. Natürlich, etwas Pflege schadet nie. Mag sein, dass er mich jetzt nicht braucht, aber irgendwann muss er bestimmt eine alte Schrottmühle fliegen und dann werden wir ja sehen, wie er angekrochen kommt. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt vorbeikommen, könnte rein zufällig der Zündschlüssel stecken. Junge, das Schiff würde ich gern fliegen. Ich habe schon lange keine heimlichen Spritztouren mehr gemacht. Na, dann wird es ja wieder Zeit. Damit das mal richtig fetzt im All hier. Kommen Sie, wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi wichtig ist. Was tun haben. Sie haben Tamayo 2 im Visier. Ihre Transporte sind bereits dorthin unterwegs. Wenn Sie und Ihr Geschwader durch die Abschirmung kommen, haben wir eine Chance, Game Geforce Experience von Nvidia wieder mal nach neuen Games. Ja? Wir brauchen dazu eine Menge Feuerkraft und zwar schnell. Tauschen Sie mit allen los. Ich will unsere Flugdecks leer sehen. Bin schon unterwegs. Der Indexdienst von Windows. Abschließen. Feierabend. Auch kein Mensch, ey. Weiß, wo meine Daten. Sie werden nie erraten, was startklar und vollgetankt ist. Excalibur. Warte ich, glaube ich, besser mal einen Augenblick. Aber mal gucken hier, was er macht. Nicht, dass ich da mal eingreifen muss, indem es abschießen muss. Ich wieder auf den Keks, muss ich mir vielleicht auch mal was einfallen lassen. Vielleicht kann man das ja auch anders machen. Das, wenn der Rechner meidel ist, dann macht er das, wirft er das nicht automatisch an. Aber wenn man dann mal was daddelt und tatsächlich Last hat auf dem Rechner, dann, wenn es ungünstig ist, dass er solche Aufgaben erledigt, automatisiert er, dann haut er diesen Kram rein. Ne? Geht aber auf den Keks sowas. Ich würde ja lachen, er würde mich noch nach einem Treiber-Update hinweisen im Hintergrund. Hätte aber im Übrigen schon längst noch einen Treiber. Ich hätte ja schon mal etwas länger den neuen Treiber, ja. Wir machen den hauptsächlichen Schaden. Das Ding zielt automatisch, das ist auch mega. Einziges Schiff gerichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Automatisch an, jetzt geht's ab hier, jetzt wird aufgeräumt. Jetzt geht's richtig auf Katzen, ja, und hier. Jetzt kommt mal alle rein. Naja, ich hab da eine Killermaschine Excalibur hier. Geht's jetzt richtig ab? Ja, ich bin auch noch gucken. Die Karasi. Jetzt geht's richtig ab hier. Aber Sprit verschwenden muss ich trotzdem nicht. Wer weiß, wofür man den noch gebrauchen kann. Oh. Oh. Ja, das Teil geht richtig ab, ja. Ich bin eine Schande für mein Volk. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Ja, kommt mal ran hier. Ihr seht alle der Excalibur zum ersten und zum letzten Mal. Ihr könnt nicht berichten. Keine Gnade, ja.
dass sie noch keine Rockets gegen mich rausdauern haben, so großartig, dass dann da der Lockalarm eingeht. Alles weggeholzt, Jano. Schön, die ganze Raketen rauskommen, die ich den Bugwärts alle gespart habe. Ich brauche keine Abschüsse machen, kann Flint ein bisschen trainieren. Falls das hier einen Einfluss haben sollte. Weiß ich ja ehrlich gesagt nicht. Das lange nicht sein würde. Ist ja noch was. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Huhu! Jetzt wissen wir endlich, was die Kiste wirklich drauf hat. Sie können jetzt landen, Colonel. Wie denn? Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Prototyp nicht mehr umgehen. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir unseren Neuen am Simulator, dann ja, sehen wir, sicher, wer besser fliegen kann. Das Schwein ist das nicht wert. Ja, ich habe keine Lust. Gefechtssimulatoren beweisen überhaupt nichts. Das Einzige, was wirklich zählt, ist der Kampf gegen die Kilrathi. Dann erfahren wir wohl nie, wer der Bessere ist. Ja, ich bin dir mal schön eins zurecht. Speichere ich gleich das mit der Sonne ab, lade das von davor nochmal und speichere das auf einem anderen Spielstand. Flash besiegen schwer oder nicht? Oder so? Man könnte es ja auch nochmal anders spielen, ne? Es gibt ja hier mehrere Möglichkeiten. Sag mir, ob es dieses Sonnensystem wert ist, dass wir es überfallen. Ich weiß es nicht. Seine Mineralressourcen sind bis aufs Letzte aufgebraucht. Aber es ist immer noch ein guter Lieferant für Sklaven, obwohl die Bevölkerung dieser Planeten noch nie besonders gefügig war. An Sklaven herrscht bei uns zurzeit kein Mangel. Überlassen wir den Terranern dieses Sonnensystem. Ist das euer Ernst, mein Prinz? Mir stellen sich die Barthaare auf bei dem Gedanken, dass ihr... wie heißt nochmal das seltsame Wort, das die Terraner dafür haben? Kapitulation. Nein, das siehst du falsch. Ich habe vor, den Erdbewohnern einen Denkzettel zu verpassen. Sie können das Sonnensystem zwar ohne Kampf haben, aber vorher werden wir es für sie nutzlos machen. Hast du verstanden? Ihr trefft wie immer, mein Prinz, nur weise Entscheidungen. Schwänze.
So, jetzt ist er halt natürlich abgehauen. Was ja auch gar nicht so verkehrt ist. Ich sag jetzt hier, wer wäre ich nicht aufgefordert. Ja, ich bleib dann beim R, weil ihm das zu lang ist. Okay. Dann habe ich das gespeichert. Jetzt kann ich das von davor ja nochmal laden. Und dann nenne ich das hier Schwer-Entscheidung. Und jetzt lade ich das quasi von eben, wo er jetzt gerade abgehauen ist, und speichere das hier auf Kernel, um einfach weiterzuspielen. Das ist jetzt halt die Variante ohne Flash als Piloten hier mit ins Team zu holen. Colonel, die Kilrathi setzen möglicherweise Biowaffen ein. Davon ist mir nichts bekannt. Die Kilrathi arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung dieser Waffen. Und irgendwann müssen sie sie ja mal ausprobieren, oder? Würden Sie mir verraten, woher Sie so viel über die Kilrathi wissen? Sie können es glauben oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Sie weiß irgendwas. Reden Sie nicht solchen Unsinn. Das ist sehr wichtig. Und ich bevorzuge es, die Hintergründe zu kennen. Ich kenne das System. Hier gibt es viele Unterschlupfmöglichkeiten. Zum ersten Mal hier? Das ist mein Heimatsystem. Mein Vater hat mir hier alles beigebracht, was ich übers Fliegen weiß. Eigentlich wollte er sein Wissen an meinen Bruder weitergeben, aber die Kilrathi funkten dazwischen. Na so. Tut mir leid. Ist schon gut. Jeder hat irgendeinen Verlust zu beklagen. Wieso sollte ich eine Ausnahme sein? Waren Sie seitdem wieder hier? Mm-mm. Welcher ist Ihr Heimatplanet? Der da. Es war eine wundervolle Welt. Dunkle, samtene Nächte und brennende Monde, die uns helle und heiße Stunden schenkten. Die Insekten haben gesungen. Und zwar verschiedene Serenaden, je nachdem, wie nah die Monde waren. Ja, mein Bruder und ich, wir liebten diesen Gesang. Wissen Sie noch, wie es vor dem Krieg war? Nein, das habe ich verdrängt. Sir, wie Sie sehen, habe ich eine Rechnung zu begleichen. Ich kann bei den Einsätzen nicht mehr die passive Rolle spielen. Ich will am Geschehen aktiv teilnehmen. Gib mir eine Chance. Ich kann das nicht mit ihr riskieren. Gib mir eine Chance. Flint, wenn Sie mitfliegen, kann ich mich dann auf Sie verlassen? Oder wollen Sie Ihren Bruder rächen? Hashtag Privatkrieg oder so, ne? Da war ja was. Können wir gleich zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Uns geht es darum, Ihnen den Zugang zu den bevölkerten Planeten und diesem Asteroidenfeld zu versperren. Versuchen wir, diese Plünderer für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Wir brechen sofort auf, Sir. Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Jawohl. Tja, das sind Orbs. Du wirst diesmal lieben. Was habe ich ihn aus Versehen ausgewählt, weil ich das Video weggeklickt habe mit Doppelklicker. Aber ja gut, wir können ja auch mit Orbs fliegen. Und ich bin irgendwie für die Thunderbolt. Auch wenn ich nicht so ganz genau weiß, welche Mission das hier nun war. Aber ich ahne hier ja irgendwas. Kann ja sein, dass da diese Station in Stein gemeißelt ist. Und jede Menge Feinde. Feindliches Schiff gesichtet, Karl. Oh ja. Lösen und angreifen! Greife jetzt Zeit an! Auch noch diese Vektorsteine, ne? Das ist quasi das Pendant zu Excalibur. Die werden jetzt richtig einheizen, ja?
Schnecken verjagt. Mich um meinen Sieg betrogen. Eindrucksvoller ganz fair besiegt, ja. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Betrug ist das nicht. So, viermal Drathy. Alles klar. Das ist tatsächlich alles im Moment war nur noch sehr gut machbar. Hätte ich für schwieriger gehalten. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Ja, lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Ziehen wir einen Krieg hier, ne? Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Ah, muss noch warum ich Torpedo brauche. Mit dem Teil, der fliehen will. Hatte das quasi im Blair-Urin. Träger noch ausgeschaltet. Ich hab die Regel. Ja, genau. Mein Volk wird meinen Tod rächen. Rumsfallera. Ich hab mir das gedacht. Aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Es ist dann wohl zu wendig ist, ne? Aber dafür haben wir richtig Wumms in den Weapons, ja. Ah ja, hier für euch. Oh, ich habe noch genau zwei Raketen und das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Dark Eyes. Jetzt wird's lustig. Lösen und angreifen! Das wird richtig lustig. Lärmliche Nachkommen von Affen. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Ja, sehr schön. Meine Rakete verschwendet dabei. Das ist natürlich auch gut.
etwa sind wir schon mal los. So kann man es dann halt auch mal spielen. Ist klar. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, Sir, mir ist gemeldet worden, dass Flint ziemlich auf die Pauke gehauen hat. Sie will wohl dem guten Maniac nacheifern, hä? Alles Paletti, Sie können jetzt landen. Ja, doch. Ziemlich heißer Flugstil. Sie haben ganz schön was abgekriegt, Sir. Ach so, ja. Oder auch so. Die sorgt sich ja richtig um uns. Na, wir hatten es ja auch mit Fireclaw zu tun, ne? Was glaubst du denn? Diese Planeten habe ich vor Jahren überfallen. Ja, ich weiß. Über die neuesten Meldungen kann ich mich nur wundern. Angeblich haben die Kilrathi vor diesem System kapituliert, seltsam. Kapitulation. Ich kenne dieses Wort, das aus deiner Sprache kommt, aber ich kann den Sinn noch immer nicht ganz begreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was meine ehemaligen Kameraden vorhaben. Die Kilrathi sind gefährlich, weil man nie weiß, was ihnen als nächstes einfällt. Mhm. Ja, mal schauen, was als nächstes kommt, ne? Sie waren schon mal in diesem Sektor, richtig? Es heißt, die Kilrathi wären ziemlich hart mit diesem Planeten umgesprungen. Lokanda ist immer schon heiß umkämpft gewesen. Ich kannte ein abgelegenes Sonnensystem, das diesen Kilrathi vor einigen Wochen in die Hände fiel. Nachdem sie alles zerstört hatten, sind sie nicht einfach weitergezogen. Nein, diese Ungeheuer versprühten dort einen neuen Kampfstoff. Und jetzt ist dieses ganze Sonnensystem mit Gift verseucht. Übel, nicht wahr? Niemand darf dorthin. Ich habe gehört, dass der Sektor unter Quarantäne gestellt wurde. Und niemand verliert ein Wort darüber. Ach, kein Grund zur Beunruhigung. Vielleicht hat er recht. Hm. Nichts, was diese Kilrathi machen, kann mich noch überraschen. Aber wenn wir unseren Job anständig verrichten, dann haben diese Wesen keine Chancen. Ja. Naja. Auf zur nächsten Mission. Eine mache ich noch. Fangen wir gleich an, Colonel. Ja, Sir. Was die Kilrathi-Operation anbelangt, haben wir leider noch immer mehr Fragen als Antworten. Ein Teil der Kilrathi-Streitkräfte zieht ab, aber die anderen Einheiten nähern sich Lokanda 4. Die Abwehr meint, sie haben Torpedos an Bord, die mit einer neuen Art von Biokampfstoff ausgerüstet sind. Damit kann in Minutenschnelle eine Seuche über den ganzen Planeten verbreitet werden. Falls die Abwehr recht hat, beträgt die Halbwertszeit dieses Virus mehr als 500 Jahre. Colonel, wir können es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger der Torpedos den Planeten trifft. Wenn es sich nämlich tatsächlich um Biokampfgas handelt, wird die Zivilbevölkerung von Lokanda 4 einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst schnell von hier zu verschwinden. Ja. Viel Glück, Colonel.
Das kann ja was geben, ja. Das sind also unsere Einsatzziele. So, mit wem fliegen wir denn? Mit wem können wir denn so alles fliegen? Cobra ist leider nicht dabei. Dann möchte ich auch gerne mal verstehen, warum. Ach, wir nehmen mal Maniac mit. Maniac? Ich hoffe, das bereue ich. Ich bereue das nicht. So, dann möchte ich den Arrow. Und auf geht's. Ich kann jetzt Spaß machen. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Ziele erreicht. Ist ja alles schön und gut. Hat mich um einen Sieg betrogen. So, alle Raketen aufgehoben, weil ich weiß, was da noch kommt. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kirathi-Torpedos Biowaffen waren. Heiß, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Colonel, in den Luna-Regionen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Lieutenant Robin Peters hat unseren Rückkehrbefehl wiederholt ignoriert. Sie ist wohl auf eigene Faust los. Sie will anscheinend einen Privatkrieg führen. Ist es machbar, dass Sie sie holen? Versteckte Flintmission, ja? Ich hole Sie zurück, Captain. Gucken, ja. Ob sie das schafft und machbar ist. Aber jetzt ist er schon mal irgendwie dort. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Dafür wollen wir nicht mal Raketen. Was hier los ist, wir haben da keine Tür auf. Gleich abhauen, ja? Oh, shit.
Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. War ja klar, dass da noch mehr kommt. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Ja. Ich gehe auf den anderen drauf. Zieh auf den Transporter. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Aus? Alles in Ordnung. Mhm. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Ja, bloß weg hier, oder? Geht das? Geht das nicht? Einsatzziele erreicht. Ja, also. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ich gratuliere, Sie haben Blitz gerettet, Sir. Zuerst einen Planeten und jetzt eine Pilotin. Ich würde Sie befördern, wenn ich könnte. Na dann. Sie können landen, Colonel. Alles klar, ja. CD2 einlegen. Sie hätten draufgehen können, als Sie hinter mir her sind. Schon möglich. Hat es der Captain befohlen? Nein, das war meine Entscheidung. Dann sollte ich wohl jetzt beeindruckt sein. Danke zu sagen, war noch nie meine Stärke. Hey, ist schon gut. Sie sind verständnisvoll. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie mit dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Bist du okay? Ja. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ah, vergessen wir es. Manchmal geht's mir genauso. Dann würde ich jedem Kilrathi am liebsten selbst den Hals umdrehen. Pass auf dich auf. Cobra ist eine gute Kämpferin. Sie hat zu viel riskiert. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie mit dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Sei nicht zu hart zu mir. Gib ihr Flugverbot. Sei nicht zu hart zu mir. Wenn man Krieg führt, muss man Ausnahmen machen. In Friedenszeiten würde ich Ihnen sofort Flugverbot erteilen. Ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Wagen Sie es nicht, noch einmal so etwas zu tun. Ich werde mir diesen Luxus nicht mehr leisten.